Hallo, meine lieben Kreativlinge. Ja, wie ihr lesen konntet, machen wir heute eine Karte im Zuge der Kooperation mit Globaland und das hat im Abfall gar nichts verloren. Der ETC hat sich im Abfall verirrt. Und zwar mit den Mäusen. Die finde ich ja echt süß. Die standen ja schon länger auf meiner Wunschliste. Die haben diese Nummer. Und alles, was ich verwende, im Zuge der Kooperation verlinke ich natürlich mit einem Rabattcode, der NATA10 ist. Aber wie gesagt, alles in der Infobox. Ich mag die Stimme von Globalin. Auch weil ich ja dafür jetzt bezahlt werde in dem, also, ne, in der Kooperation. Hat aber damit nichts zu tun. Ich mag die Stimme. Ich habe schon so oft da bestellt. Aber egal, ich zeige euch mal die Karte. So, schau die aus. Ich finde die so süß. Die ist mir echt gut gelungen, muss ich sagen. Ja, und für Anfang tun wir erstmal mit einem Kartenrolling. Meine hat die Maße 14,5 x 21. Und auf der langen Seite falte ich bei 10,5. Das. Dann habe ich hier einen schwarzen Aufleger, der hat die Maße 14,3 mal 10,3. Also ganz, ganz knapp. Nur, dass so ein schwarzer Rahmen noch so touchmäßig da ist. Weil mit dem nur goldenen Hintergrund fand ich das dann ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich mich entschieden, dann nochmal so einen kleinen schwarzen Rahmen drumherum zu machen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr knapp. Aber ich finde es einfach persönlich schöner. Dann hier einen goldenen Aufleger in den Maßen 10 mal 14. Und da fällt mir auf, ich hätte das eigentlich ausstanzen können. Aber egal. Den klebe ich jetzt schon mal auf. Weil was weg ist, ist weg. Ja, ihr seht, es ist ganz, ganz knapp. Nur so ein schwarzer Rahmen. Dann ein weiterer Aufleger, ein weißer, der hat die Maße 9,5 mal 13,5. Jetzt musste ich echt überlegen. Und den bearbeiten wir jetzt. Dann nehme ich einmal Mermaid Lagoon. Und mache mir so ein bisschen den Himmel quasi. Also wirklich nur so angehaucht. Na, jetzt geht's wieder los. Dann nehme ich Move It Lawn und mache mir hier unten die Wiese. Da noch ein bisschen. Ja, also das ist nicht, überhaupt nicht verblendet oder so. Das passt vollkommen. So, dann habe ich mir den Hintergrundstempel, also was heißt den Hintergrundstempel? Den einen Stempel habe ich mir schon mal da auf meine Stempelhilfe platziert, einfach weil ich das dann besser positionieren kann. So. So. Dann nehme ich ebenfalls Move It Lawn. Halt, stopp. So rum. Nehme ich ebenfalls Move It Lawn. Ich hoffe, ihr seht es. Und dann gehe ich mit meinem, dass der Abdruck nicht ganz so kräftig ist. Ich möchte ihn nur so angehaucht haben. Deswegen gehe ich da mit meinem Blending Brush da so drüber. Ja.
Ja, das ist gut. Deswegen mache ich das mit der Stempelhilfe, weil ich dann nochmal drüber gehen kann, falls mir der Abdruck zu schwach ist. So, das Ganze noch einmal. Das kann man auch mit dem Fingerschwämmchen machen, aber da ich ja sowieso schon die Blending Brushes in Benutzung habe, mache ich das mit den Blending Brushes und das geht ja auch ganz gut, wie man sieht. Einen Abdruck, der ist noch nicht so dunkel. Wie gesagt, ich möchte nicht ganz dunkel, deswegen gehe ich mit dem Blending Brush drüber. Ja, das ist gut. Das lege ich jetzt mal beiseite. So, dann mache ich klebe ich als nächstes meinen goldenen Rahmen hier auf. Oh, da hebt sich mein Papier. Da habe ich einfach eine Rahmenstanze einmal ausgestanzt und dann quasi noch einmal die kleinen Rahmen noch mal ausgestanzt. So habe ich dann einen, ja, Rahmen in dem Fall. Den klebe ich jetzt einmal fest. Na, ist der Kleber jetzt verstopft? Scheint so. Schauen, ob ich das jetzt. So, habe ich jetzt schon mal aufgeklebt. Und dann habe ich hier schon mal alles soweit vorbereitet. Ihr seht schon die süße Maus. Hände nicht beachten, bitte. Mit der Koloration bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich habe da auch schon mal 3D-Pads angebracht, so rum. Weil ich musste vorhin etwas Zeit schinden. Da konnte ich noch kein Video machen und dann habe ich alles vorbereitet, was vorbereiten ging. In irgendeiner Art und Weise. So, und auf den Schwanz mache ich nochmal wegen Flüssigkleber. Weil da habe ich Angst, dass mir der wegreißt. Weil da habe ich jetzt kein 3D-Pad. Weil das wäre viel zu viel Gefummel gewesen. So. Dann habe ich ja noch so kleine Kleeblätter gemacht. Ich zeig euch, wie ich die gemacht habe. Da macht ihr je nachdem, wie viel ihr braucht, wollt. Da habe ich einfach so ein Dingenskirchen hier genommen. Also halt ein Stück Papier. Wie gesagt, das ist jetzt vorführen. Dann habe ich die Farbe Green Oasis genommen. So. Einen Abdruck. Kann ich das Kleeblatt schon mal wegräumen, dass es davon springt. Dann nehme ich Rustic Wilderness. Gehe ich da so rein. Ist auch nicht koloriert. Es ist einfach nur so. So. Das macht ihr halt so oft, wie es euch gefällt. Ich habe, glaube ich, 10 oder 11 Stück. Ich weiß gar nicht. Dann schneide ich die aus. Ja. Da wäre eine Stanze vielleicht nicht verkehrt. Wobei ich sagen muss, als ich mir den Stempel hier ausgesucht habe, habe ich auch eine Stanzschablone dazu, also was heißt dazu gesehen, mit so Kleeblättern. Da hatte ich überlegt, ob ich die nehme dazu. Aber gut, es geht ja auch so. So. Überall habe ich 3D-Pads angebracht. War ein ganz schönes Gefummel, aber wie gesagt, das lohnt sich, finde ich. Und dann ja, klebe ich meine Teile da an,
wo ich sage, ja, das gefällt mir. Ich schaue mal meine Beispielkarte so nebenbei an. Das ist ja ein relativ, ja, schneidefreundliches Motiv. Es geht ja, auch wenn es so klein ist, lässt sich das relativ gut ausschneiden. Wie gesagt, ich finde, es lohnt sich für das Motiv. Schaut einfach so toll aus. Na, jetzt hängt es an meinem Finger. Und hoffentlich reichen sie mir, ansonsten muss ich gleich noch einen machen. Oder zwei, je nachdem. Obwohl, die könnten reichen. Wobei da noch einer schön gewesen wäre. Oder ich tue die einfach ein bisschen umplatzieren. So. Ja, so gefällt es mir. Das Ganze klebe ich jetzt schon mal auf meine Karte fest. Und ich hoffe, auch dieser Kooperation bin ich würdig. Ich hoffe, die Karte gefällt. Also mir persönlich gefällt die echt gut. Dann habe ich hier ein Stück schwarzes Papier. Das hat die Maße 5 x 3 cm genau ausgemessen. Da passt nämlich der Spruch ganz gut drauf. Und den werden wir jetzt schnell embossen. Ich hab heute schon mal ein Video aufgenommen. Meine Kleine hat sich da verewigt. So. Jetzt mache ich erstmal Platz. Ein Embossing-Tool. Embossing-Buddy. Das Ganze werde ich embossen mit super fein. Gibt es leider nicht bei Globeland, wobei Globeland echt schöne Stempel hat. Ich könnte schon wieder bestellen. Meine Bestellung ist ja noch auf dem Weg. So. Nee, Gold. Haben wir schon. Das Superfein ist nämlich für was anderes. Also nochmal zurück. Jetzt habe ich auch noch gesubbelt. Ja, Gold, so rum. Gott sei Dank, noch vor dem Föhnen. Ich habe mich schon gewundert, war das nicht was anderes? Na, das ist schon wieder fürs nächste Projekt. Das weiße Embossing-Pulver. Es gibt eigentlich kaum ein Video, wo irgendwas gerade oder klappt. So, und das Ganze werde ich jetzt einmal föhnen. Einmal abkühlen lassen. Ist noch heiß. Versuche ich das weiße Pulver weg zu wischen, dass der schwarze Untergrund besser zur Geltung kommt. So, da kommt jetzt ein 3D-Pad auch drauf.
Und dann ist unsere Karte fertig. Natürlich könnte man die auch mit den anderen Motiven machen. Ja, wenn man jetzt noch das hier oder das hier. Völlig egal. Aber soll halt als Inspiration gelten. Und ich finde die echt schön. Mal was anderes. Mal mit Gold. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, der Aviva hat das Video gefallen. Ich mache in dem Fall Werbung. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.